So, willkommen. Ich hoffe, ihr Geld haben wir gemacht bei Stardew Valley. Spieler 2. Oh, Spieler 2 musste gerade drin. Wir haben kein Spieler 3. Gut. Warum steht hier eigentlich ein extra Wohnzimmer? Weil es mein Wohnzimmer ist und nicht dein. Ich wusste gar nicht, dass die Verwandtschaft zu Besuch ist. Warte mich das nächste Mal vor, die kommt in der Küche. Schämlich. So. Da will man einmal seine Ruhe. Ich gehe mal woanders hin, weil. Was sagt unser Fernseher? Geister sind heute sehr glücklich. Wollen wir eine Stardew Valley Menschen fressende Höhle aufsuchen? Ja, gleich. Ich mach das nochmal mit der Milch. Man kann nicht alles. Ja, ich weiß. Man kann nicht alles. Und einiges kann man nie. Was denn? Weiß ich nicht. Das, was eben so einfällt. Heißt der Spruch nicht immer, man kann alles werden? Außer schön und beliebt. Ach, naja. Ich kümmere mich noch mal ganz kurz um die Tiere hier. Mach mal. Muss ja erst mal gucken, ob ich genug zu futtern mit habe. Boah, ist ein bisschen knapp. War vielleicht doch eher eine Schnapsidee. Oh, das einzige Huhn, was wir haben, legt ein Ei. Schatteneier, kann ich eigentlich jetzt hier... Ich will neue ausbrüten, nicht gleich benutzen. Lass mal aber eins übrig, okay? Ja, ich suche gerade dieses Nistnest hier drin. Ist das eine Heizung? Ja, im Winter frieren die sich sonst eben ab. Die brauchen unbedingt eine Heizung. Meine Spitzhacke ist nicht da. Hab ich die schon wieder abgegeben? Ich wollte gerade das Huhn nehmen und irgendwo hinpacken. So. Spitzhacke. Du, wenn ich meine Spitzhacke nicht habe, weiß ich nicht, wo ich die verlassen habe. Dann geht er zu Clint. Naja, mir bleibt scheinbar nichts anderes übrig. Das ist schon so lange her, dass ich nicht weiß, wo du was hast. Und ich muss ja gleich noch was schauen hier. Gott, was ist denn mit unserer Katze? Was springt hoch und fährt auf alle vier rum? Meinst du die Stadio-Katze oder die andere? Ja, die Stadio-Katze. Okay, ansonsten hätte ich jetzt mal gesagt, wir müssen dann mal zum Tierarzt. Schon wieder. Oh, die 200, 300 Euro. Aber damit nichts. Und echte Katze ist gerade neben mir. Jedenfalls einer von den beiden. So. Sind wir hier? Wo sind wir hier? Clint, sag mir, dass du mein Werkzeug hast. Oh ja, ich habe eine Iridium-Spitzhacke. Sehr schön. Oh ja. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal. Mist, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich müsste jetzt eigentlich nochmal zu Robin mir ganz viele Steine kaufen, solange bis wir fast pleite sind. Damit wir richtig tief in die Mine runterkommen. Lohnt sich einfach nicht, unter Level 70 zu gucken, habe ich gelesen. Alle 10 Level steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Iridium zu finden. Level 300 findet man zwar auf jeder Ebene. Ich war noch nie auf Ebene 300. Ich weiß auch nicht, wie Leute das machen. Bei welcher Höhle denn? Bei der richtig fiesen Höhle. Die Schieten bestimmt. Du kannst ganz viele Treppen bauen. Ich glaube, das ist der Trick.
Mit denen kommst du auch durchaus zu Level 70 runter, aber dann musst du sofort vorbereitet hingehen. Und ich bin nicht vorbereitet, denn jetzt ist gleich 13 Uhr, also... Nein, ich kümmere mich gerade um unser Lager, damit die alle funktioniert. Naja, wir wollen nicht gleich losgehen. Na, ich weiß, das können wir jetzt auf den nächsten Tag schieben. Na gut. Guck mal ganz dezent auf unseren Kontostand. Ja, wir werden immer reicher. Hast du dich so mit rückerzählen, oder? Ich gehe fertig, wenn aber keine Kohle mehr glücklich. Jo. Ey, wo ist denn unsere Million? Was machst du denn da? Wenn du wüsstest, was ich einkaufe, würdest du wahrscheinlich den Kopf schütteln. Ja, ich schüttel jetzt schon den Kopf. Hier. So. Ich kaufe davon Steine. Echt? So, noch ein Stack und dann mache ich daraus Leitern. Es lohnt sich einfach doppelt und dreifach, wenn wir richtig tief in die Höhle reinkommen. Ich werde auch noch eine Glücksmahlzeit zaubern. Oh, ich werde den ganzen Tag hier drinnen hocken. Achso, ich dachte erst, du bist bei den Tieren, oder? Da war ich auch schon. Aber unsere Maschine wird schneller fertig, als ich näher komme. So, ich kaufe jetzt aber mal was, das bei den Hühnerstall ausbauen. Das bringt uns ja wieder Geld rein. Kaum habe ich vorne angefangen, höre ich hinten wieder auf, ey. Ich sag's ja. So, lieber Hühnerstall, jetzt bist du aufgehört. Das ist der Kaffeebohnenanschlag. Kaffeebohnenanschlag? Ah, du hast so viele Kaffeebohnen. Ja, ich mache gerade die ganze Zeit Kaffee. Ich wusste ja nicht, dass das so schnell hier fertig wird. Das wird der Tag der Kaffeebohnen. Ja, tatsächlich schon. Also für normale Weine braucht er ewig. Kaffee so. Ist nicht. Also mit den kommen? Steinen, die ich geholt habe, können wir in Ebene 74. Das ist schon mal nicht schlecht, weil da geht's richtig los. So, den Stick mache ich jetzt zu Ende hier. Danach tun mir erst meine Finger weh. Erzähl mal was Spannendes aus deinem Leben. Aber nur die guten Sachen, die schlechten wird kein Mensch hören. Ja, ich helfe gerade vielen Menschen. Das ist immer gut. Ohne einen eigenen Vorteil davon zu haben. Außer meine Gesundheit, die im Berg untergeht. Gut. Das ist aber ein Vorteil? Nein, das ist kein Vorteil. Aber ich helfe. Und danach helfe ich mir selber. Indem ich nach dem Umzug endlich auch mal bei uns was schaffe. Ja. Also liebe Leute, wenn ihr mal wochenlang was Anstrengendes zu machen habt, gönnt euch zwischendurch und danach auch Ruhe. Man kann nicht immer nur Action machen und Party und schaffen und machen und tun. Das ist echt wichtig, zwischendurch auch mal ein bisschen seinen Hobbys und seinen Wünschen nach Faulheit nachzugehen. Wenn man das nicht macht, ist man irgendwann total erschöpft und kann nicht mehr. Oh, deswegen spiele ich gerade das bisschen Stardew Valley hier. Ja, ich ja auch. Ich habe mir das auch ganz toll gewünscht. So, ich hoffe, der Hopfen, der geht jetzt nicht so schnell und lässt mir mal eine kleine Verschnaufpause. Ich hoffe, der Hopfen und das Malz sind noch nicht verloren bei dir. Oh. Ich bin gerade in der normalen Höhle. Level 75. Und guck mal, was ich hier noch so mitnehmen kann. Wenn heute schon Glückstag ist, vielleicht finde ich ja noch irgendwelche Schätzungen. Thank you.
So, wow. Danach könnte ich eine Auszeichnung gebrauchen als Meister des Kaffee- und Bierbrauens. Das bringt in so kurzer Zeit ziemlich viel Geld, also. Ja, dafür macht es auch ganz schön viel Arbeit. Kann ich nochmal Geld ausgeben, ja? Ich glaube, das war Zustimmung. Findet ihr nicht auch, Leute? Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Bin mir sehr sicher, dass dieses komisch würgende Geräusch heißt, ja, mach ruhig, Schatz. Gib unseren letzten Cent aus. Ich gebe mal keinen Kommentar dazu. Keinen einzigen. Das waren jetzt schon zwei. Ich werde überhaupt nicht dazu sagen. Ich kämpfe gerade gegen Skelette und du machst was? Du sortierst irgendwelche Items. Jeder Stein, den ich mit nach Hause bringe, ist ein Stein weniger, den ich später kaufen werde. Also ich mache es gerade schon wieder ein ganz bisschen gut. So. Dann schmeiße ich euch mal hier rüber, da wo ich euch nicht brauche. Die Fässer werden übrigens schneller fertig, wenn man pünktlich ins Bett geht. Also weit vor Mitternacht. Jede Stunde Schlaf habe ich nochmal gelesen. In Stardew Valley zählt 100 Minuten Zeit. Jede Stunde, die man wach ist, zählt hingegen nur 60 Minuten Zeit. Also wenn man irgendwie 16 Uhr schon schlafen gehen würde, würden die Fässer deutlich mehr Zeit haben, das Zeug fertig zu machen. Und so könnte man rein theoretisch mehr herstellen innerhalb von 3 Tagen. Ja. Soll ich früher kommen oder soll ich gucken, ob ich hier noch Schätze finde am Glückstag? Weil ich sehe gerade so ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. Wir haben hier noch einen Iridiumbarren. Ja, wir müssen wieder welches holen. Wir können es leider noch nicht klonen. Irgendwann kommt mal so eine Statue, die ab und zu mal Iridium ausspuckt. Aber bis dahin. Oder haben wir die schon? Diese komische Katzenstatue? Weiß ich gar nicht mehr. So. Wenn ja, dann weiß ich nicht, wo die ist. Es gibt eine Statue, die kriegt man irgendwann. Da kriegt man zufällig immer mal wieder Iridium. Immer nur so ein bisschen, aber über mehrere Tage ist das nicht schlecht. Hast du Iridium? Nein. Warum nicht? Ich bin ja auch nicht ohne die Schädelhöhle gegangen. Ich bin ja ganz normal gegangen. Ich bringe jetzt nur Steine, ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer mit. So, aber ich denke mal, es ist 0 Uhr. Ja, was hat denn das bedeuten? Ach, weißt du, was Gutes an dieser Welt hier? Ja. In meiner eigenen Spielwelt habe ich immer richtig Probleme, an Fledermausflügel zu kommen. Hier greifen einen die Viecher ja nachts an, also eigentlich ist der Hof cool. Ja, den spielen wir ja auch schon einige Zeit. Hier haben wir so viele Fledermausflügel, ich find's echt geil. Seit 147 Folgen hast du Iridium, Mann? Iridium? Also gut, Säcki-Technik, du mich nämlich schon gefragt, ob ich hab. Aber nicht den Kaffee komplett verkaufen, ja? Mit dem kann man super schnell rennen. Ich hab mir erstmal die Hälfte weggenommen, nicht dass das nachher alles weg ist. Also, nochmal zum Mitschreiben, ich habe kein Iridium gefunden. Und wenn du mich nochmal fragst, habe ich immer noch keins. Nochmal fragen. Nee, ich frage lieber nicht. Wir haben ja jetzt geschlafen und jetzt haben wir ja gar keine Aufnahmepause gemacht.
Willst du eine lange Folge machen oder wollen wir uns verabschieden? Ich würde vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank. Oh, dann ist es kürzer zum Hochladen. Ja, dann, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, macht ein Abo, Like oder Kommentar. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Bis dahin, noch viel Spaß und bis dann, ciao.